Ich begrüße keinen Unbekannten. Christoph Heuermann ist Deutschlands berühmtester Nomade und behauptet von sich, er hat noch nie Steuern gezahlt. Stimmt das? Das stimmt tatsächlich, zumindest direkte Steuern. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Und du hast noch keine Steuern gezahlt? Ich habe nie wirklich direkte Steuern bezahlt, weil ich nie in Deutschland angestellt war oder ähnliches. Mhm. Und du berätst andere Leute, wie sie das auch tun können oder wie sie ihre Steuerlast minimieren können, ja? Richtig, seit 9 Jahren, da habe ich mich selbstständig gemacht. Und was sagst du den Leuten? Das kommt natürlich extrem auf ihre Situation an, aber jedermann ist, sag ich mal, dazu in der Lage, Steuern zu optimieren oder andere Freiheitsaspekte in seinem Leben zu vergrößern. Also es geht nicht nur um Steuern bei dir? Es geht längst nicht nur um Steuern, es gibt auch viele andere wichtige Aspekte im Leben. Und zum Beispiel? Ja, wir haben zum Beispiel viele Familien, die ihre Kinder freilernen lassen wollen, was in Deutschland nicht geht. Das heißt also, sie wollen die Schulpflicht? Die Schulpflicht vermeiden zum Beispiel. Mhm. Oder viele andere Zwänge, die man in Deutschland hat, die man generell im System um die Welt hat und die man natürlich verlassen kann. Also ich helfe so ein bisschen den Menschen dabei, aus dem System auszusteigen und außerhalb des Systems zu leben. Mhm. Ja, also wir haben ja auch ein ziemlich langes Interview im MM News Club gemacht. Das war vor einem Jahr, da hast du das alles nochmal super dargestellt. Dort gibt es übrigens auch das große Auswanderlexikon im Wert von 100 Euro gratis. Link ist gleich hier drunter und natürlich die Links zu Christoph Heuermann auch. Da haben wir diese sogenannte Drei-Stufen-Theorie besprochen, also Pass, Konto, Aufenthaltsort. Und die Flaggentheorie. Flaggentheorie. Ja, genau, also drei Stufen sozusagen, drei Flaggen. Die drei wichtigsten Flaggen, der Wohnsitz, möglichst steuerfrei, der Firmensitz, möglichst steuerfrei und der Spielplatz oder das Bankkonto ist dann eigentlich die vierte Flagge in einem möglichst sicheren Land. Ja. Mhm. Und du sagtest also, man sollte das Bankkonto nicht oder man sollte nicht dort wohnen, wo man seinen Pass hat. Richtig, genau. Also idealerweise hat man einen Pass. Ich habe zum Beispiel den deutschen, wohne aber hier in Dubai, habe ich die offizielle Aufenthaltsgenehmigung, verbringe die meiste Zeit des Jahres aber nochmal woanders, wo es mir halt besser gefällt. Ja. Mhm. Also nochmal, Pass und wohnen dort, wo der Pass nicht herkommt. Also optimalerweise hat man nicht nur einen Pass und hat gleich mehrere Pässe. Man hat mehrere Pässe. Das ist natürlich eingeschränkt als Deutscher, weil das rechtlich aktuell schwierig ist. Aber man sollte natürlich sich bemühen, möglichst 2 oder 3 Pässe zu haben. Gut, kommen wir nachher noch drauf. Ja. Also du sollst nicht dort wohnen, wo du einen Pass hast und du sollst nicht dort dein Konto haben, wo du wohnst. Ja, ist das ist nicht alles ausgeschlossen. Also ich meine, du kannst das ja durchaus haben, aber du solltest halt dich bemühen, immer eine Alternative zu haben. Ja, wenn ich in Dubai wohne, kann ich natürlich auch in Dubai ein Konto haben. Muss ich vielleicht sogar, aber ich sollte nicht mein ganzes Geld hier bunkern und das möglichst in einem Drittland tun. Ja, diversifizieren. Mhm. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass immer mehr Leute sich an dich wenden, regelrecht verzweifelt sind in Deutschland, weil sie sagen, Steuerlast zu hoch, Politik gefällt mir nicht und so weiter. Wie sieht das da aus bei dir? Ja, das ist definitiv der Fall. Also ich meine, viele Leute sind sozusagen aufgewacht bei dem, was sich die letzten Jahre ereignet hat und was sie jetzt jederzeit in den Nachrichten sehen und in der Tageszeitung lesen. Und das ist natürlich die beste Werbung für mich. Und die meisten Leute haben in meinen Augen gerechtfertigt ein eher negatives Zukunftsbild ihres Landes und suchen sich natürlich Alternativen. Und dazu kommt ja, dass viele Leute immer mobiler werden, auch mobiler arbeiten können. Und auch einfach sehen, dass es in anderen Ländern eben auch anders geht, wie hier in Dubai. Ja. Ja. Du bist ja also auch, wie ich schon am Anfang sagte, Deutschlands berühmteste Nomade. Das heißt also, du machst es so, dass du alle 3 Monate, habe ich gehört, woanders bist. Nö, ich bin alle 3 Tage woanders. Ich habe ja alle Länder der Welt bereits besucht. Anders ging das ja gar nicht. Das ist auch ganz wichtig. Du hast mir gesagt, du hast alle Länder der Welt besucht, ja? Alle Länder der Welt? Richtig. Ist das Guinness-Buch verdächtig? Also, es gibt andere. Es gibt 20-Jährige, die das gemacht haben, die es natürlich darauf angelegt haben. Mhm. Aber ich meine, ich habe das für mich selbst gemacht, der auch deutlich Zeit in vielen Ländern verbracht, durchaus mal 2, 3 Wochen, auch in kleineren Ländern. Mhm. Und mir ging es um die Erfahrung und jetzt nicht um irgendwelche Rekorde zu brechen. Ne? Und gab es da ein Land, wo du sagst, das ist das schönste Land auf Erden? Oder da würdest du, wenn du es könntest, wirklich sesshaft werden? Es gibt sehr viele schöne Länder. Es kommt so ein bisschen auf die Gemütslage an. Ich bin selber eher ein Freund von so Ländern wie Brasilien und Argentinien tatsächlich. Also mich reizt es eher in Südamerika. Mhm. Aber je nachdem können es auch andere Länder sein. Ja. Mhm. Kommen wir wieder zurück zum Steuersparen. Bei dir steht auf der Webseite, Steuern sind Raub. Ist das nicht ein bisschen heftig formuliert? Also
glaube, so das linksgrüne Spektrum in Deutschland würde damit nicht übereinstimmen. Ja, das ist natürlich ganz bewusst so provokativ, polarisierend formuliert. Also Steuern sind Raub. Nochmal, Steuern sind Raub, mach dich aus dem Staub, steht auf der Website. Ja, definitiv. Ich meine, das ist meine Grundüberzeugung seit 15 Jahren. Ich hatte das Glück, im ersten Studiensemester auf, sag ich mal, libertäre Theoretiker zu stoßen und wurde da so ein bisschen radikalisiert. Und das war für mich, selbst als armer Student am Anfang, war das für mich die Devise, Steuern sind Raub, und für mich kam es nie in Frage, irgendwie etwas in Deutschland zu gründen und in Deutschland Steuern zu zahlen. Das habe ich mich gleich nach dem Studium aus dem Staub gemacht. Ja, man hat ja gerade heutzutage, und das sagen mir viele Leute, die ich auch hier in Dubai treffe, so das Gefühl, dass also die Regierung so eine Art Sado-Vereinigung ist, die nur danach trachtet, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, mit immer neuen Tricks, mit Krisenabgabe, mit diesen, mit jenen, mit Klima, CO2-Gedöns, die Renten sollen vielleicht gekürzt werden oder man muss länger arbeiten für die Rente. Also es nimmt ja überhaupt nicht mehr ab. Auf der anderen Seite werden die Gelder sozusagen regelrecht verprasst in aller Welt. Ich lese jetzt, dass wir bei dem African EU Green Deal, also bei dem afrikanischen EU-grünen Deal, was auch immer, auch nochmal 4 Milliarden hinterherwerfen, mal abgesehen von der Ukraine-Hilfe, Palästina und Afghanistan 370. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sagen, also jetzt reicht's eigentlich. Ja, vor allem, weil sie eben nicht wissen, was mit ihrem Geld geschieht, sie es überhaupt nicht bestimmen können, außer alle 4 Jahre mal ein Kreuz zu machen. Und sag mal, es ist viel schöner, sag ich mal, brutto gleich netto zu haben und dann selber vielleicht für die Projekte, die einem im Herzen liegen, zu spenden oder was auch immer, das Geld zu verteilen. Das ist so deine Idee, dass man freiwillig Geld abgibt? Ja, natürlich, unter anderem. Aber also die libertäre Idee. Ja, natürlich ist es eine libertäre Idee, aber ich meine, es gibt ja auch nicht nur den Staat, es gibt viele tolle private Initiativen, die viel Gutes in der Welt tun und auch durchaus Staatsleistungen, sage ich mal, alternativ anbieten können. Deine Webseite heißt staatenlos.ch, das haben wir auch hier drunter verlinkt. Meinst du, dass staatenlos das geeignete Vehikel ist oder wie auch immer man das nennen will, der Zustand ist, um in dieser modernen Welt am besten zu existieren? Ich sehe das tatsächlich als ein in vielen Aspekten überlegenes Modell an. Sprich, dieses Staatenlos bezieht sich jetzt nicht darauf, dass wir irgendwie unseren deutschen Pass abgeben. Es geht eher darum, dass wir uns sozusagen mental vom Staatenkonzept befreien, unser Leben nicht nur in einem, sondern in möglichst vielen Staaten organisieren, um möglichst viele Vorteile zu haben. Ich sage auch immer gerne, es ist quasi Auswandern ohne einzuwandern. Ja, die meisten Leute machen so ein bisschen den Fehler, die gehen von einem System, Deutschland, was schlecht ist, in ein neues System rein, was vielleicht ein bisschen besser ist, aber eben auch Nachteile hat. Und an sich ist dieser, sag ich mal, Schwebezustand außerhalb des Systems, auch wenn er gewisse Herausforderungen hat, die man aber lösen kann, deutlich angenehmer. Ich mache das seit 9 Jahren. Ich kann mich trotzdem frei auf der ganzen Welt bewegen, in Deutschland jederzeit einreisen und überall auf der Welt meine Immobilien und sonst was haben. Ja, ja. Aber wen sprichst du an? Ich meine, ist das, was du vorschlägst, etwas, was auch zum Beispiel eine Familie mit 2, 3 Kindern machen kann, wo der Vater keinen Bock mehr hat und sagt, wir machen jetzt was anderes? Gibt es solche Leute? Ja, definitiv. Also wir haben ja eine sehr heterogene Kundschaft. Ich sage auch immer gern, wir machen so ein bisschen Family Office für Durchschnittsdeutsche. Ja, also das, was Family Offices für die reichen Familien und Konzerne machen, machen wir für jeden deutschen Bundesbürger. Ob das jetzt Rentner sind, ob das Studenten sind, ob das Familien mit Kindern sind, da gibt es wirklich sehr gute Möglichkeiten. Heutzutage. Also dann, es gibt Konzepte für jeden Zustand. Genau, natürlich, wenn man Kinder hat, dann möchte man vielleicht länger an einem Ort sein, das ist ja auch okay. Dann ist man vielleicht, was weiß ich, 3x4 Monate an einem Ort oder an verschiedenen Orten. Oder man reist langsamer oder man wandert auch dauerhaft in so einem System wie Dubai aus, wo dann doch wieder relativ viele Vorteile nicht nur steuerlich vorhanden sind. Ja. Aber man braucht auch das richtige Kleingeld. Ich meine, oder kann jeder auswandern? Ich würde grundsätzlich sagen, jeder kann auswandern. Ich habe vor 9 Jahren auch den Absprung mit vielleicht nur 2.000 Euro auf dem Konto und ohne jegliches Einkommen geschafft. Aber das musst du festhalten. Also du bist praktisch ohne Geld. Ich bin komplett ohne Geld. Ich habe mich damals abgemeldet, direkt nach der Abgabe meiner Bachelorarbeit, habe ein One-Way-Ticket nach Mexiko gekauft, hatte noch irgendwie Geld für 3 Monate, irgendwie 2.000 Euro und musste dann irgendwie mein Geld verdienen. Ja. Was hast du gemacht? Gekellnert oder wie? Nee, wie gesagt, ich habe ja meinen Blog damals vor 9 Jahren gestartet. Damals habe ich ja noch für 30 Euro meine Beratung genommen. Mhm. Mittlerweile ist 100-mal so teuer, aber jeder fängt mal klein an. Ja, ja. Ja. Aber nochmal, also kannst du zum Beispiel auch einer Familie, einen Familienvater, also wenn man jetzt alleine ist, so wie wir oder so, wie ich, ja gut, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Dann kannst du sagen, okay, ich mache es jetzt, weil ich auf niemanden Rücksicht nehmen muss. Aber was mache ich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine GmbH habe oder schon irgendwie in Deutschland integriert bin, brav meine Steuern zahle?
Das kommt ja immer auf die Situation an. Ja? Wenn man jetzt nicht so erfolgreich ist, hat man den Vorteil, dann liegt Deutschland einem nicht so viel Steine in den Weg. Wenn wir natürlich eine GmbH haben, wir haben in Deutschland die Wegzugsbesteuerung, die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Also es gibt gewisse Hürden, die man umschiffen muss. Und das ist auch unsere, sag ich mal, alltägliche Beratungspraxis, wie man das genau tut, wie man sich vom deutschen Staat befreien kann, ohne irgendwelche Strafsteuern zahlen zu müssen. Ja. Und wie ich schon sagte, naja, so wirklich in meinen Augen kann das jeder machen, aber man muss natürlich gewisse Kompromisse eingehen. Man muss dann natürlich auch sagen, ja, wir sind jetzt nicht mehr dauerhaft in Deutschland und maximal ein halbes Jahr. Wir haben keine dauerhafte Wohnung mehr in Deutschland, Kinder und Frau kommen mit. Das muss natürlich schon gegeben sein. Andererseits, das vielleicht noch kurz, man kann natürlich auch im deutschen System bleiben und da was optimieren. Mhm. Das deutsche Steuersystem ist recht kompliziert. Man kann da sehr viel machen, wenn man weiß, wie es geht. Und da berätst du auch, ja? Da beraten wir auch. Ja, also es geht längst nicht nur um dieses dauerhafte Reisen, es geht auch um dauerhaftes Auswandern oder einfach Optimierung innerhalb des Systems. Ja. Stellst du fest, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe, ob dass immer mehr Menschen jetzt zu dir kommen, jetzt gerade eben, wo die Politik eben auch immer merkwürdiger wird und sagen, hey, raus aus Deutschland. Ja, definitiv. Also ich meine, als ich vor 9 Jahren angefangen habe, haben mich natürlich viele Leute noch belächelt. Aber viele, die heute zu mir kommen, haben mich oft schon vor Jahren mitbekommen und das noch ganz anders gesehen und sind jetzt aber auch durch sehr viele verschiedene politische und wirtschaftliche und geopolitische Einschneidungen, ja, sag ich mal, verändert mental und können sich das viel leichter vorstellen, umzusetzen. Und so langsam rennt die Zeit ja auch davon, ja. Mit den Interviewpartnern, die ich vorher hatte, ist auch der Sicherheitsaspekt ein immer größerer. Also gar nicht so sehr das Steuersparen, sondern dass sie einfach Angst haben, in Deutschland nach draußen nachts, also gerade Frauen auch, auf die Straße zu gehen. Merkst du das auch bei deinen Kunden? Ja, definitiv. Also ich meine, wir sind jetzt hier in Dubai. Das ist zum Beispiel eines der größten Gründe, warum meine Partnerin hier in Dubai ist und nicht mehr in München oder in Paris oder sowas, weil hier kann sie das nachts tun ohne Probleme. In Europa ist das mittlerweile in vielen Städten unmöglich. Mhm. Und viele Leute haben ja noch diese komplett falschen Konzeptionen im Kopf hier in Dubai. Die Frauen werden alle unterdrückt und dürfen kein Auto fahren und so weiter. Das stimmt natürlich nicht. Und so langsam merken es natürlich auch viele Leute, dass es einfach andere Systeme gibt, die oft eben auch besser sind oder besser funktionieren, ohne viele Steuern zu haben. Also du sagst, jeder, der raus will, findet ein Konzept, wie es geht. Ist es bei jedem unterschiedlich? Ja, wir haben etliche Bücher ja auf unserer Webseite, die du gerne verlinken kannst. Wir haben zum Beispiel das Buch Auswandern ausprobieren. Das kannst du hier verlinken, kostenlos. Da geht es eben darum, wie zum Beispiel Familien mit Kindern oder Studenten oder Rentner eben auch so ein bisschen den Staat, sag ich mal, nutzen können, um das Auswandern vielleicht erstmal auszuprobieren, sich ein gewisses Gibt es etwas, was du raten kannst? Also ich meine, du sitzt in Deutschland, es regnet, es ist dunkel, die Sonne scheint nicht, es ist alles schrecklich, die Politik. Auswandern hört sich so gut an. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall solltest du das Land mal angeguckt haben und solltest schon mal ein paar Monate... Ja, definitiv. Also ich meine, viele, wie gesagt, wandern in ein anderes Land aus, hoffen, alles wird besser, dann wird es nicht besser, dann gehen sie wieder zurück. Hm. Ja, diese frustrierten Auswanderer hat man natürlich häufig. Gibt es ja auch lauter TV-Serien dazu. Ist jetzt bei meinen Kunden in der Regel nicht der Fall, weil die halt einfach besser vorbereitet sind. Die bereiten sich selber vor, sprechen dann mit mir. Was sind die ersten Schritte, die, wenn ich auswandern will, also ich nehme mal an, ich will nach Dubai oder nach Argentinien, was würdest du da sagen, was ist das Erste, was du machen musst? Ja, man also muss erstmal hinfahren, oder? Ja, man sollte sich natürlich anschauen, man sollte sich aber natürlich informieren, ob das Land, sage ich mal, für einen geeignet ist, jetzt aus finanzieller Hinsicht. Mhm. Ja, wenn ich hier in Dubai leben will, dann sollte ich schon ein gewisses Einkommen haben, sonst muss ich hier halt irgendwie, ja, wie die ganzen Haushaltskräfte leben, ja. Und wie ist das mit den Pässen? Du sagst, es ist immer gut, mehrere Pässe zu haben. Ich habe ja darüber auch schon ein Interview gemacht. Welche Pässe empfiehlst du da? Ja, das ist ein sehr weitreichendes Thema. Also grundsätzlich gibt es ja gewisse Staaten, die ihre Staatsbürgerschaften verkaufen gegen ein gewisses Investment oder gewisse Schenkungen. Mhm. Tatsächlich ist es so, an sich macht das jeder Staat. Auch Deutschland macht das gegen eine gewisse Zahlung, kannst du einen deutschen Pass bekommen. Ja, das heißt, es gibt viele auch dieser inoffiziellen Programme. Man kann natürlich auch einfach lang genug, vor allem in Südamerika, in einem Land leben, dann eingebürgert werden. Oft nach 2-3 Jahren in zum Beispiel Argentinien, Brasilien, was sehr gute Pässe sind. Mhm. Also nur indem man dort ist, kriegt man den dann schon, ja? Ja, genau. Also muss man gar nichts zahlen, oder? Richtig, also entweder lang genug dort leben, heiraten, geht natürlich auch. Ancestry, also quasi wir haben Abkommen aus irgendeinem Land, ja. Mhm. Und dann eben natürlich die Investment-Kaufoption. Ja. Die was? Die Investment- oder Kaufoption. Okay, ja.
Also ist das so eine Versicherung dann, dass man, wenn man den deutschen Pass mal abgeben muss oder was? Ja, die Versicherung ist eher, dass Deutschland sowas einführt wie die Besteuerung der Staatsbürgerschaft, wie es ja in den also USA Welteinkommen, der Fall ist. Ja. Macht die USA auch, ja. Genau, dass wir eben aufgrund unserer Staatsbürgerschaft besteuert werden. Das ist wahrscheinlich, ist eher unwahrscheinlich, dass sowas kommt, weil man kann es nicht ausschließen. Oder was in meinen Augen wahrscheinlicher ist, eben so Reiseverbote. Ja, Thema irgendwie Klima-Lockdown, wir dürfen nicht mehr reisen, irgendwie nur ein Flug im Jahr, weil wir Deutsche sind und Welt helfen müssen. Da mag ich gar nicht dran denken. Ja, immer. Ja, aber das könnte ist auch nicht noch unrealistisch. Habe ich noch gar nicht dran gedacht. Dann hast du einen anderen Pass, ja, das ist ja, du kannst dann damit fliegen. Also das ist ja irgendwie alles unfassbar. Hört sich wahnsinnig an, aber ist auch nicht ausgeschlossen. Ja, vor 10 Jahren wurden auch viele Dinge für wahnsinnig erklärt, die dann tatsächlich stattgefunden haben. Ja. Also du, um es nochmal zusammenzufassen, jeder, der will, kann. Es gibt für jeden eine Lösung, aber man sollte auch nicht zu blauäugig dran gehen und ein bisschen Kleingeld ist in der Regel auch nicht schlecht. Ja, natürlich. Also so, ich sag mal, wir haben uns natürlich auf Kunden fokussiert, selbstständige Unternehmer, die so, was weiß ich, 50.000 bis 500.000 im Jahr machen, also natürlich nicht ganz arm sind. Das ist schon natürlich eher mehr als arm in Deutschland. Wir haben auch durchaus deutschen Mittelstand, der deutlich mehr verdient. Aber grundsätzlich würde ich sagen, jeder kann das machen. Jeder kann sich aus seiner Situation befreien. Aber sollte natürlich nicht auf Sozialhilfe hoffen, dann ist er natürlich in Deutschland besser aufgehoben. Würdest du auch bei jüngeren Leuten sagen, die also gerade Abitur haben oder die jetzt sich fragen, ob sie studieren sollen, sie sollen lieber das Leben studieren und eine Weltreise machen, ins Ausland gehen und sich alles angucken? Würdest du denen auch sagen, mach das so wie ich? Fahrt mit 2.000 Euro nach Mexiko, guckt euch die Welt an? Ja gut, ich habe ja erst studiert, aber ich habe damals nach dem Abitur eben das auch gemacht. Ich bin ein Jahr nach Neuseeland gegangen, habe dort in sozialen Einrichtungen gearbeitet und das hat mich sehr geprägt. Und das würde ich heute jungen mehr Leuten auch raten. Und wir haben sehr viele, auch 14-Jährige, die schon unseren Blog lesen, sich darauf vorbereiten, ne, dass die auch in Deutschland überhaupt kein Verständnis finden, die oft eben schon in diesen sozialen Medien und Kryptowährungen erfolgreiche Businesses, mehrere tausend Euro im Monat verdienen, auf den Namen ihrer Eltern. Und denen dann vom Finanzamt gesagt, wenn sie 18 werden, ja, geh erstmal studieren, bevor du ein Unternehmen aufmachst. Und das sind natürlich auch Leute, die dann lieber irgendwie international eine Firma gründen, wo sie auch mit 18 direkt alles machen können. Oder vielleicht sogar jünger. Weil du kannst auch mit 14 schon eine Firma gründen, international. Wo kann man das? Also du kannst das teilweise in den USA zum Beispiel tun, die ja grundsätzlich ein bisschen unternehmensfreundlicher sind. Okay. Also selbst wenn du 14 bist, kannst du schon ans Auswandern denken. Und wenn du 50 bist und der Staat ja irgendwann alles wegnehmen will, dann solltest du vielleicht auch drüber nachdenken. Ich hatte letztens eine 90-jährige Dame bei mir in der Beratung. Eine 90-jährige? Die mit 90, ohne Unterstützung der Familie, weil die so typisch gehirngewaschen ist, auswandern wollte, hat sie mittlerweile auch durchgezogen. Ja? Also es ist alles möglich. Wo ist die hingegangen? Meines Wissens ist die nach Costa Rica gegangen. Ja, Costa Rica ist auch schön, kenne ich auch. Ja, wir könnten jetzt noch lange drüber reden. Die wichtigen Links sind alle jetzt hier unter dem Tube. Wie gesagt, auch das längere Interview, das wir eben im MNews Club geführt haben. Dort gibt es auch das Auswanderlexikon im Wert von 100 Euro gratis. Und die anderen Bücher werden wir hier auch verlinken. Und natürlich die Seiten, die Webseiten, die Christoph Heuermann gestartet hat, um euch zu helfen, falls ihr aus Deutschland raus wollt und ein neues Leben starten wollt. Erstmal vielen Dank, Christoph, für dieses Gespräch. Sehr gerne.